Lafayette versprach mir eine Flotte ohne Gleichen und einen furchtlosen Captain. Stattdessen begrüßt mich ein alter Kahn und ein verkleidetes Bürschchen. Ich verspreche, mehr brauchen wir nicht, Admiral. Das bezweifle ich, doch Bettler haben keine Wahl. Hm? Und die Schiffe, die ich brauche? Sie gehören euch, falls wir das überleben werden. Also, was soll ich tun? Haltet die Bucht, während ich die Flotte angreife. Sollten sich britische Schiffe nähern, zerstört sie. Sie dürfen nicht nach Yorktown. Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Ironsoft Assassin's Creed 3. Mächtiger Gott, denkt die Bastarde! Die Hölle ist ausgebrochen! Was schätzt du, wie viel? Zu viel. Wenn jemand sie aufhalten kann, dann wir. Ich hoffe nur, der Admiral kommt schnell zurück. Okay. Der Feind nähert sich! Alter Gut, schneller! Bereit für die Schlacht! Die Doktor kennt sie uns begrüßen. Macht euch bereit! Na los. Einen Moment noch warten. Breitseite abgeben! Schick sie auf die Bereitung, Feuer! Ja! Noch ein Zweck. Negativ, Captain! Feuer! Oh, ist... Ein neuer Kurs! Erreicht Feuer! Feuer! Schieß! Auf deinen Befehl! Bereit, wenn ihr steht, den Kurs von mir! Feuer! Ist... Feuer frei! Ah, Mist, ins Wasser doch nicht. Halbe Segel, Männer! Helft mir alle! Halbe Segel! Schieß! Los, vorwärts! Noch nicht! Feuer! Negativ, Sir! Nicht wirklich! Feuer! Auf Feuer! Auf Feuer! Schick sie auf die Grotte! Ah, haben sie auch schon. Okay. Bereit machen, Jungs! Schieß! Bereit machen! Feuer! Bereit zum Feuer! Drehwasche, Feuer! Okay, auf weg. Oh. Jetzt haben wir ein Schiff von uns verloren, ha? Huh? Yep. Das war klar. Sie bricht auseinander! Vorsicht! Entdeckung! Mist. Wir drehen. Okay. Feuer auf uns! Wir haben uns geladen! Wir haben einen Schaden!
Alves. Ich sehe eine Schwachstelle. Fregatten. So. Weniger Segel! Weniger Segel! Und... Anhalten! Nee. Ein Segel! Ein Segel! Aber schnell! Die Waffe, Feuer! Oh Mann, 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 Mann. Nein! Halbes Segel! Wir halten euch die Segel ein! Halbes Segel! Halbes Segel! Volles Segel! Volles Segel! Volles Segel! Breitseite abgeben! Halbes Segel, Männer! Kräft auf halbes Segel! Feuer! Nein, nicht auf unser Schiff. Geschafft. Puh. Na komm, unser Schiff hat auch ganz schön eingesteckt. Das wäre schon längst gesunken. Okay, oh, da vorne noch. Wow. Nein! Feld verloren! Unsere Eskorte ist versenkt. Jetzt können wir allein. Ja. Cool, Junge. Was sieht denn das? Wo bleibt unsere verdammte Verstärkung? Die wird kommen. Wir müssen die Bucht so lange halten. Das ist verrückt. Du bist allein und wir sind ohne Verstärkung. Bringt sie in Reichweite. Wir reißen euch den Arsch auf. So. Ganz alleine. Vorsicht, Captain. Auf Backbord. Backbord, Captain. Kriegsschiff. Sir. Alle Kanonen sind zerstört. Jetzt können wir uns nicht mehr wehren. Das Biest wird uns versenken, wenn wir nicht aufpassen. Er hat nicht wirklich vor, sie zu entern, oder? Hat er den Verstand verloren? Ja. Er wird uns noch alle umbringen.
volle Breitseite vom Kein Segel! Jetzt nehmen sie das. Wir entern das Schiff. Nein, 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 nein. Oh, lass mich doch in Ruhe. Nein, falsch. Wir haben soeben ein Kriegsschiff versenkt. Du verrückter Hund. Klar. Die Franzosen kommen! Wir haben gerade ein Kriegsschiff versenkt. Einfach nur, yeah. Wenigstens ein paar Schiffe, die jetzt kommen. Es heißt, ihr hättet das Kriegsschiff alleine versenkt. Imposant. Vielleicht hat Lafayette nicht übertrieben, als er eure Fähigkeiten beschrieb. Wie versprochen gehören meine Schiffe euch. Wie können wir helfen? 5 von ihnen müssen in den Hafen New Yorks unter britischer Flagge. Wartet, wartet. Ich dachte, ihr wolltet ein paar Piraten versenken oder Fracht transportieren. Stattdessen bittet ihr uns was? New York zu zerstören? Nein. Natürlich nicht. Ah. Nur ein Teil davon. Erklärt mir das. Ich muss ins Fort George eindringen. Doch es wird gut beschützt. Euer Beschuss wird die Mauern sprengen und die Wachen zerstreuen. Und ein Schiff unter französischer Flagge käme nicht nahe genug heran. Dann ist der Plan klar? Keineswegs. Aber ein Versprechen ist ein Versprechen, auch einem Irren gegenüber. Ich entfache ein Signalfeuer, wenn die Zeit für den Angriff gekommen ist. Ihr habt ihn gehört. Stellt ihre Flaggen, damit wir sie hissen können. Beeilung! Ja, so macht man das. Alle denken, es kommt ein freundliches Schiff an, ja. Das eigene Schiff und dann BÄM, das war's. So einfach geht das. Hallo Connor, grüß dich. Oh. Ist alles vorbereitet? Ja, Lafayette wartet schon in den Tunneln unter der Stadt. Okay. Ab in die Tunnel. Ach, wir können gar keine Schnellreise machen. Ja, super. Na gut. Tut der Nacken weh. Ist ja schlimm. Na gut, dann mal los. Ab in die Tunnel. Noch schön an den Wachen hier jeweils vorbei. Habe ich gedacht, jetzt werden die gleich sagen: Halt ihn! Los! Schnappt ihn euch! Ein Glück nicht. Puh, Schwein gehabt. So, in das Fort müssen wir rein. Okay. So, nur noch 190 Meter, dann sind wir in den Katakomben. Hm. 100 Meter. Ach, geh mal aus dem Weg. Entschuldigung. Dankeschön, Dankeschön. Entschuldigung, Entschuldigung. So. Ups. So. Jetzt aber. Puh.
Puh. Okay, South. Ich muss nur ganz kurz mir das wenigstens einmal markieren. Damit ich dann wenigstens weiß, wo ich hin muss. So. Ich zünde natürlich auch Kerzen an. Damit ich weiß, wo ich schon mal war. Hä? Waren hier gar keine? Nö. Okay. Ah, hört ihr das? Es hängt viel davon ab, wen sie zu ihren Anführer machen. Ein bescheidener Mann, der sich auch gearbeitet hat. Ich denke, oh. So ein... Hey, Max. Es ist der Wichtige, ja, ich kann... Connor! Dieser Tunnel führt in den militärischen Bezirk. Und der Admiral? Er wartet auf das Signalfeuer. Und dann beginnt er den Angriff. Und wir werden auch da sein. Irgendwie ist Connor gerade sehr schlecht gelaunt. Sehr, sehr schlecht gelaunt. Ich glaube, es liegt auch daran, weil es endlich um Charles Lee geht. Er will ihn töten, endlich. Okay. So. Drüben ist einer. Auf dem Weg zum Ziel soll nicht entdeckt werden. Puh. Wie weit muss ich denn noch? Okay. Wartet. Pfeil. Nein! Ach! Wieso, Connor? Connor, wieso? Zu langsam! Näher an ihn ran! Das kann doch nichts! Ich habe ihn klar vor dem Lauf! Daneben. Ach, Mist, okay. So. Das war eigentlich nicht so geplant, dass ich so doll, ja, gleich entdeckt werde. Eigentlich wollte ich ganz in Ruhe, ja. Aber na gut. Jetzt ist vorbei. Na, da. Hey. Oh, jetzt dachte ich, der will da nicht mehr rein.
Okay. Oh. Das war jetzt gerade nicht so geplant, Connor, hä? Oh. Nein! Ich bin nicht in der Verfassung zu kämpfen. Ich muss den Wachen ausweichen. Okay. Scheiße. Wo bist du, Charles? Fort. Oh, oh, oh. Komm schon. Du bist mir nicht gewachsen, Connor. Und trotz allem Geschick bist du nur ein Kind und musst noch viel lernen. Gib mir Lee! Unmöglich. Er ist unsere Hoffnung für die Zukunft. Die Schafe brauchen den Hirten. Er wurde entlassen und getadelt. Er kann dir nun nicht mehr helfen. Ein kurzzeitiger Rückschlag. Er wird rehabilitiert. Du tust, als hättest du das Recht zu richten. Obwohl alles, was ich dir zeigte, was ich sagte und tat, klar, dass... Wir haben deinem Volk nichts getan. Wir unterstützten die Krone nicht. Wir wollten dem Land Einheit und Frieden bringen. Unter uns wären alle Menschen gleich. Versprechen die... Oh. Gib auf. Und ich verschone dich. Große Worte von einem Todgeweihten. Geht es dir besser? Auch wenn es scheint, als würdet ihr... Und weißt du warum? Unser Orden entstand aus einer Erkenntnis heraus. Wir brauchen kein Credo, keine Belehrungen durch verzweifelte alte Männer. Wir brauchen nur die Welt zu sehen, wie sie ist. Und deshalb... werden die Templer niemals untergehen.